Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Rayman Legends. Und ja, es war die Hölle, glaube ich, im letzten Part. Wir haben einiges durchgemacht, aber jetzt sind wir soweit. Wir kommen tatsächlich zum Endboss von Welt 5, Olympus Maximus, der Wolke der Finsternis. Das klingt doch schon mal gar nicht gut. So, das habe ich noch bekommen, oder? Jawohl. Okay, gleich mal gucken, wo sind hier... Ja gut, hier gibt es ja nicht wirklich Geheimnisse. Was war das da hinten gerade? Habt ihr es auch gesehen? Irgendwie habe ich hier absolut kein gutes Gefühl. Oh oh. Oh nein! Das Monster aus Lost! Oder etwa nicht. Okay. Was zum... Wow, 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 wow. Besteht die aus lauter von diesen kleinen... Oh, fuck. Aus diesen ganz kleinen Monstern... Die wir kennen, besteht die daraus? Ach du Scheiße. Oh, direkt daneben. Oh mein Gott. Und hier müssen wir auch alles anwenden, was wir gelernt haben. In dieser Welt. Wow. Oh, jetzt hat Angriff. Angriff. Okay, ich muss sie tatsächlich kaputt machen. Aber irgendwie etwas anders. Lauf, lauf. Vor allem, sie killt mich instant, ne? Okay. Rüber. Shit, ich komme definitiv immer zu spät. Ah, oh, schon wieder, oder? Glück gehabt. Scheiße, die folgt. Ah, okay, ich muss in 8 laufen. Ich verstehe, alles klar. Bis ganz nach oben und dann darüber. Die Frage ist nur. Ah, zu dem Moment muss ich es machen. Nein, nicht wirklich. Boah, habt ihr gesehen, wie ich sie gerade verletzt habe? Richtig edel. Aber wann will ich da angreifen, ne? Jetzt, aber... Scheiße, ist ja gar nicht so einfach. Oh, was? Jetzt hat sie mich wirklich erwischt, hier schon. Da frage ich mich echt, wofür gibt es eigentlich dieses extra Leben-Ding, wenn ich instant sterbe? Das ergibt mir ja noch irgendwie nicht so viel Sinn. Okay, jetzt da lang. Oh, lauf, 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 Rayman, lauf. Oh, fuck. Ah, jetzt habe ich einmal überlebt. Oh, das war wieder ein starker Beruf. Komm, komm, komm. Und ey, der Boss ist cool. Alter, wie schnell war der gerade? Wo hätte ich hin sollen? Okay, das war blöd. Dachte, ich hätte etwas mehr Zeit. Ich kann ja schon mal ein schönes Loch... Oh, scheiße. Oh, das ist irgendwie nicht so einfach. Gut. So, jetzt rüber. Wir werden das einen schönen Schaden machen. Ach, ich hatte gar kein extra Herz mehr. Das erklärt natürlich auch einiges. Ah, ich muss in die andere Richtung. Scheiße. Mann! Ja, das ist irgendwie so ein Kampf, da brauchst du Geduld. Die habe ich natürlich mal wieder nicht. So, und jetzt hat, muss ich mir merken, geht's ja wieder hier lang. Das heißt, erstens meine Chance auf den da.
Schlecht gemacht, ja, sehe ich ein. Ja, das war doch schon wieder nicht so schlecht. Je mehr ich von Anfang an killen kann, desto besser. So, rüber. Ach, komm schon, lauf. Nee, nicht wirklich. Die kriegt mich da noch. Die ist ja eigentlich ist es gar nicht mehr so. Boah, das war doch hübsch. Eigentlich nicht mal schwer, aber das Problem ist, dass die einen echt riesen Radius hat. Der die Sache hier ziemlich erschweren kann. Stark, da mal drauf habe ich natürlich jetzt auch nicht geachtet, dass ich auch in der Mitte voll kaputt fliegen gehen kann. Ah, verdammt, die Wolke der Finsternis. Okay, da krieg ich. Die ist so schnell. Vielleicht habe ich auch echt noch nicht die richtige Taktik. Boah, das war gut. Vielleicht muss ich sogar echt drauf spekulieren. Jetzt pass mal auf. Das war nämlich eigentlich recht gut. Genau, erst wenn sie so kommt. Aber dann bin ich nicht schnell genug, ne? Okay, das heißt, am Anfang machen wir es so. Jo, der war gut. Der war definitiv gut. So, und jetzt konzentriere ich mich erstmal darauf, dass ich das extra Leben kriege. Damit es gleich wieder weg ist. Toll. Na, aber hier kommt er jetzt nämlich. Und wenn ich das rechtzeitig mache, dann rutsche ich zu weit. Irgendwie nervig, der Boss. Brauche ich jetzt echt Geduld, die ich nicht habe. Warum rutsche ich denn jetzt immer so weit? Das darf ja nicht wahr sein. Okay. Mit Geduld. Boah, jetzt habe ich ihn sogar getroffen und irgendwie hat es nicht gezählt. Jetzt kommt er wieder von hier. Fuck, lauf. Oh, überlebt. Hä, diese Hand wird so schnell. Wie soll denn das machbar sein? Jetzt frage ich mich gerade echt so ein bisschen, wie sie sich das vorstellen. Genau, ich muss ihm möglichst früh seine Finger kaputt schießen, habe ich das Gefühl. Ah, jetzt kommt er mir so entgegen. Ach so, das heißt, ich müsste... Ah, ich muss also quasi immer hinter ihm kommen. Weil damit rechnet der nämlich nicht. Ah, das Geheimnis ist ja genau, dann kann ich das nämlich auch machen. Ich muss immer hinter ihm laufen. Clever. Ja, ja, lauf weiter. Das ist schon richtig. So, jetzt kommt er nämlich wieder von hier. Und jetzt geht er wieder... lauf weiter. Jetzt geht er nämlich wieder den normalen Weg. Scheiße. Ja, ja, weiter. Okay, jetzt habe ich es langsam raus. Hätte nicht gedacht, dass ich hinten rumlaufen muss. Oh nein, jetzt kommt er von da. Scheiße. Ah, okay. Egal. So, wenn er jetzt nämlich kommt, dann mache ich nämlich das da. Und dann gibt es hier richtig schön Stress. Okay. So, jetzt kommt er wieder. Nein, stimmt, jetzt kommt er ja von da. Oh, ich muss mir echt merken, wo er langläuft. Boah, das war ein super Start. Komm schon. Okay, jetzt.
Nein. Oh, jetzt wollte ich zu viel. Jetzt wollte ich zu viel. So, jetzt erstmal wieder reinrasen. Ah, oh, treffe ich nix. Scheiße. Oh, der war hübsch. Stimmt, jetzt kommt er nämlich wieder von da. Das heißt, ich laufe jetzt hier hoch. Um darüber zu springen. Dann attackiere ich ihn hier. Kommt dann nochmal. Jetzt kriege ich ihn. Jetzt geht er nämlich wieder runter. Das ist meine große Chance eigentlich. Aber wenn ich natürlich schlafe, dann geht das nicht. Ah, so kann ich nämlich auch abwarten, wo er lang geht. Kommt er jetzt nämlich hier runter? Nein. Das heißt, ich laufe normal weiter. Boah, der ist schon schnell unterwegs. Ah, wieder nicht. Komm, bleib doch, geh doch mal wieder runter. Sonst kann ich ihn nicht wirklich angreifen. Ach du Scheiße, was passiert denn jetzt? Nee. Nee. Es gibt mehrere Formen. Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ich muss doch angreifen. Oh shit. Oder habe ich ihn zu langsam getötet? Regeneriert er sich nach einer Zeit wieder? Oh nein. Fuck. Er ist echt wie ich dachte. Jetzt hat komm reingehauen. Nein, ich kann ihn nicht attackieren. Oh shit, das hat sicher weh getan, aber jetzt. Das sieht so an, aber. Hab ich's geschafft? Oh mein Gott, das war ja noch nicht mal im Ansatz das, was mich noch erwartet, kann das sein? Ach. Alter, das habe ich nicht. Nee. Nee, 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 nee. Der Kampf geht jetzt hier nicht weiter, oder? Beiden Seiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da hilft nur eins zuschlagen. Da ist nochmal ein extra Leben. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich kann hier gerade noch kein Muster erkennen, das ist mich am meisten ärgert. Okay, die erste ist tot. Meine große Chance, oder nicht? So, jetzt kommst du nämlich von da. Okay. Ich kann hoffen, dass die andere sich nicht regeneriert, sonst habe ich ein Problem. Komm schon. Yes! Aber es war auch nur der zweite Teil, die hat nämlich drei Formen. Was geht denn jetzt ab? Ja, nee, ist klar. Hallo, hallo, hallo! Da unten ist das, was ich will. Hä, wie komme ich denn da... Hä, wie komme ich denn da hin? Nein! Ach, natürlich schießen. Ah, okay. Na, wartet mal. Ich bringe mich nochmal kurz um. Achso, ich muss ja... Ich habe ganz vergessen, dass ich ja dieses Schießding habe. Okay, jetzt habe ich den letzten auch. Ganz schlechtes Gefühl bei der Geschichte hier. Boah, das war zu weit. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck, und jetzt dann nochmal so ein Ding mit nur so zwei Plattformen, wirklich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also ich muss sagen, ich dachte zuerst, es ist ja voll billig, wenn da nicht mehr ist, aber da ist mehr. Und zwar gewaltig ist da mehr. Kann ich das nicht langsamer machen?
So, jetzt kommt's Finale. Kommt da jetzt das richtige Höllengesicht? Die Wolke der Finsternis. Oh oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, mir tut ja jede Finger weh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Krieg nicht mehr mal ein extra Leben oder sowas Hübsches? Das war für euch blöd. Jo, das war blöd. Aber ich krieg ja, es geht ja wohl hoffentlich von hier nochmal los. Genau, dann gehe ich jetzt nämlich erstmal auf das untere. Sieht eh deutlich sinnvoller aus. Alter, ich meine, die Wolke macht ja nicht viel. Also die hier scheint mir schon mal fast gar nichts zu machen. Aber wer weiß, was passiert. Ja, genau, wenn ich die nämlich ein bisschen kaputt mache. Okay, sie ist noch recht weit runter gegangen, aber ich wollte, war jetzt so fixiert auf das Extra-Leben. Irgendwie hat der Endgegner was von einem Zelda. Kommt das nicht hier irgendwo? Komm, 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 komm hoch! Mein Gott, ich sterbe jetzt. Warum kann er sich denn an solchen Plattformen nicht festhalten? Verstehe ich nicht. Scheiß Flügel hier zerstören, die gehen mir am meisten auf den Sack. So, extra Leben habe ich. Und jetzt weiter drauf. Ah, ich werde wirklich getroffen. Verdammte Scheiße. Komm, der sieht doch jetzt schon mal recht gut bearbeitet aus. Ich warte jetzt doch lieber hier. Sieht doch irgendwie ganz gut aus. Also ich finde ihn mächtig. Ich finde den Boss ziemlich cool. Er ist jetzt halt nicht wirklich... sagen wir mal, schwierig. Er ist einfach eher eine coole Idee. Ah, der ist gleich tot. Trotzdem, Fehler darf ich nicht mehr machen. Jawohl. Musik ist vorbei. Kleinlinge habe ich alle, Looms habe ich auch alle. Ach cool, die coole Musik. Ah, oh, die Welt ist wieder fröhlich. Ja, Feuerwerk. Ich glaube, da gab's... Ne, scheiße, ich habe nicht genügend Looms, ne? 150 Boy doch. Oh oh. Habe ich die da gerade verpasst? Oh, schau mal, wie viele Looms da sind! Ein Loomregen! Ach du Heiliger, und wie viele? Okay, wollte gerade sagen. Oh, 600! Hübsch. Und... Bam! Oh, schade, geht nicht. Willst du raus? Ja? Okay. So, und da steckt er. Eigentlich ist ja schon der fünfte, ne? Ah ja, stimmt. Ja, da sieht man es ja. Jetzt ist gar kein Loch mehr frei. Mal sehen, was bei der letzten Welt passiert. Das ist ja auch irgendwie keine richtige Welt mehr, ne? Das ist ja nur noch sehr kurz auch. Bin mal gespannt, wie das da läuft. Normalerweise zoomt das nie so zurück. Haben wir es echt mal geschafft? Aktion abgeschlossen. Hö! Ich bin durch! Das war's, Game? Haha, ich kann die ganzen Buchstaben kaputt machen. Aber gesagt, jetzt sagt man nicht, dass ich dann auch Kleinlinge gewinnen kann. Nein, bitte sag mir nicht, weil sonst habe ich schon einen übersehen. Ach du Scheiße. Aber ich kann eine Menge Looms noch gewinnen. Ja krass, dann war das das Spiel? Oder dann ging das ja doch schneller, als ich dachte. Also zumindest Main Story. Dann war die Wolke der Finsternis tatsächlich der letzte Boss.
Respekt an mich selber, muss ich gerade mal sagen. Ja, natürlich ist das Let's Play noch nicht vorbei. Wir machen ja die 100% noch. Also da kenne ich nichts. Weil wir sind so gut durch das Spiel bisher gekommen. Haben so krass viel geschafft. Ich möchte es gar nicht mehr. Ich möchte es... Also erstens mal möchte ich es nicht so stehen lassen. Und zweitens... Das Projekt gar nicht beenden. Ich will gar nicht, dass Rayman Legends vorbei ist. Ich habe da locker noch 20 Parts in mir. Das Game hat einfach nur so krank Bock. Deswegen will ich das auf jeden Fall noch weitermachen. Ich bin echt fasziniert, aber dass es das Ende ist. Dass das ist... Ja gut, irgendwie dachte ich es mir schon, weil die letzte keine wirkliche Welt mehr ist. Aber das Ende der Welt... Da geht schon noch was. Okay, ich würde sagen, das erspare ich euch jetzt einfach. Ich mache hier noch ein bisschen kaputt. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir... Ja, dann wirklich tatsächlich erstmal die letzte... wahrscheinlich inoffizielle Welt angehen und natürlich weiterhin nach den 100% suchen werden. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, wen jetzt nur die Main Story interessiert hat, der wird jetzt wahrscheinlich eh nicht weiter gucken, aber wer hat jetzt wegen der Main Story, also Story in Anführungszeichen geguckt, weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr den, ja, dann muss ich ja schon echt so sagen, Endboss-Fight mit einem Daumen hoch bewerten würdet. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part zu Part 39, wenn mich alles täuscht, wieder. Haut rein.